Die Filmfestspiele von Cannes 2016 sind beendet. Weltstars haben uns mit ihrem Spiel, aber natürlich auch mit ihren Outfits bezaubert. Wir zeigen Ihnen die Mode-Highlights des Festivals und beginnen mit der wunderbaren Blake Lively. Die schwangere Schauspielerin zeigte ihren wachsenden Babybauch in diesem figurbetonten, nudefarbenen Kleid und gab Umstandsmode eine ganz neue Bedeutung in diesem hautengen Traum in Blau. Beides Entwürfe von Atelier Versace. Ihren neuen Film The Shallows präsentierte sie in diesem Mini von Giambattista Valli mit passendem Cape. Auch Kristen Stewart ist eine diesjährige Cannes-Königin. Mit Blake zusammen spielt sie im Eröffnungsfilm Café Society und erschien bei der Premiere in einem sexy Chanel-Dress und neuer Bob-Frisur in hellblond. Bei der Vorführung von Personal Shopper sah sie aus wie eine Mischung aus Engel und Teufel mit diesem gefiederten weißen Kleid und rotem Lidschatten. Jurymitglied Kirsten Dunst zeigte sich mehrfach auf dem roten Teppich. Am Eröffnungsabend trug sie einen Blütentraum von Gucci in Rot und Pink, sah geradezu aus wie eine Braut in diesem Weißen von Dior und setzte schließlich auf ein wahres Prinzessinnenkleid mit diesem Trägerlosen von Valentino. Von den Herren gibt es modisch nicht so viel zu berichten, aber George Clooney, Steven Spielberg, Robert De Niro und Colin Firth reisten mit ihren Ehefrauen nach Südfrankreich. Mel Gibson kam mit Freundin, Justin Timberlake mit Anna Kendrick und Ryan Gosling mit Russell Crowe. Was wäre Cannes ohne Topmodels? Bella Hadid trug weit ausgeschnitten von Roberto Cavalli. Dawson Crowe sah extrem glamourös aus in diesem Schwarzen von Brandon Maxwell. Chanel Iman zeigte Haut in diesem Kleid von Kaufmann Franco und Victoria Beckham gab ihr Cannes-Debüt in hochgeschnittenen Hosen und trägerlosen Top aus ihrer eigenen neuen Herbstkollektion. Kendall Jenner stahl allen die Show in dieser schlangenhaften Robe, auch von Cavalli. Nach 12 Tagen mit Superstars auf dem roten Teppich des Palais du Festival sind die 69. Filmfestspiele vorüber. Wieder ein tolles Event für den Film und natürlich auch für die Mode. Wir freuen uns schon auf die Outfits im nächsten Jahr.